Freitagmorgen, da stand in der Nordbahnstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk ein Bus in Flammen. Die Folge war eine meterlange Rauchwolke, die auch in der Stadt zu sehen war, bis zum Wiener Riesenrad. Die Aufregung, die war groß. Die gute Nachricht ist, die Wiener Berufsfeuerwehr konnte den Brand relativ schnell auch löschen. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass der Busfahrer, der noch während der Fahrt versucht haben soll, das Feuer zu löschen, mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden musste. Ersten Informationen zufolge soll es dem Mann den Umständen entsprechend gut gehen. Die anderen Fahrgäste sollen ersten Informationen zufolge den Bus ohne Verletzungen auch verlassen können. Die Ursache, die ist noch unklar, ob hier ein Gepäckstück oder Ähnliches zu diesem Feuer geführt hat. Jedenfalls hat das Ganze dazu geführt, dass nicht nur die Feuerwehr zugegen war, sondern natürlich auch die MA 48 und auch die Polizei. Jetzt steht Ursachenforschung an und man ist natürlich schon gespannt darauf, was für den Brand in dem tschechischen Reisebus schlussendlich verantwortlich war.